So, liebe Zuschauer, zu diesen ergreifenden Klängen vom Eifelder Marktplatz begrüßen wir Sie zu einem neuen Blickpunkt Leinebergland. Ich freue mich sehr, dass unter uns quasi der Erfinder dieser Messe ist, Günter Kiescher. Günter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Worte sind genug gewechselt, die Kehle ist trocken und alle warten darauf, dass es raschelt. Ich wünsche Ihnen nochmal eine wunderschöne Zeit in Eifeld. Genießen Sie das. Hiermit eröffne ich die AIM, die Leine-Bergland-Messe im Jahre 2017. Vielen Dank. Herr Dr. Strassburger, dürfen wir Sie mal fragen? Der Proband, der das jetzt macht, macht er das einigermaßen gut? Was sagen Sie als Profi dazu? Ja, also wenn man sieht, es ist gar nicht so einfach, diese Dreidimensionalität in so einem Fernsehbild zu sehen. Aber dafür macht er das schon sehr gut. Vor allem, wenn man sich so anschaut, er peilt direkt die richtigen Gummibärchen an und er legt sie auch schön sorgfältig ab. Also die fliegen nicht irgendwo in der Luft rum. Das macht er schon richtig gut. Und das ist, wenn ich das eben mitgekriegt habe, das erste Mal, dass er das macht. Ja, das ist das erste Mal. Das ist ja jetzt eine Operationstechnik, wie Sie sie auch in der Praxis verwenden. Genau. Wie kontrollieren Sie denn das optisch? Haben Sie dann auch so einen Monitor oder wie geht das? Genau, wir haben dementsprechend zwar hochqualitative Monitore, aber das dreidimensionale Bild, das muss natürlich im Kopf entstehen. Und das ist ein Üben über längere Zeit. Und dementsprechend hat man das dann so, dass das sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber damals sind wir dann in der Lage, einen Blinddarm genauso wie eine Gallenblase oder aber auch Darmtumoren zu entfernen. Und das so schonend, dass der Patient letztendlich da einen richtigen Benefit für hat. Also das ist ja, Stichwort ist ja minimalinvasiv, genau. Bedeutet das? Minimalinvasive oder, wie man hier sieht, Schlüsselloch, weil man einfach nur durch kleine Zugänge das Ganze macht und der Patient einfach einen großen Vorteil davon hat. Ja. Wir sind hier natürlich auch bei der Musikschule Eifeld und auch gleich mit einem Experten hier. Die Musikschule Eifeld macht ja auch ganz tolle Geschichten hier. Grundstufe, Einzelgruppenunterricht und Ensemblefächer. Ja? Man freut sich natürlich über jede Anmeldung, die kommt. Ne? Kann man den auch mal so unverbindlich reinschnuppern, erstmal ein bisschen probieren? Das kann man auch. Man kann Schnupperstunden nehmen. Und hier gibt es natürlich auch die unvergesslichen Hits auf der Original Dr. Böhm. So, höre ich mal einen Moment rein. Ja, Gefühle pur. Kann man schon mal eine Träne verdrücken. Wir müssen weiter, wir müssen uns losreißen und weitergehen. Jetzt mal hier. Herr Bohrmann vom Sozialverband Deutschland, ne? Genau. Genau. Wer kann denn bei euch eigentlich mitmachen im Sozialverband? Alle. Also ich muss nicht extra alt sein, ab 66, sondern auch vorher? Wir würden uns über jüngere Leute freuen. Kommt ja auch immer die Frage, was macht der Sozialverband eigentlich? Rente, Arbeitslosigkeit, Geld, Krankenversicherung, Pflege, Sozialhilfe, Behinderung, Berufskrankheit, Arbeitsunfall, staatliche Entschädigungsleistung, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Gut, das ist ja auch für die Jüngeren interessant, ne? Eine Patientenverfügung. Das steht den Leuten ja auch zu. Und manchmal ist die Gesetzgebung eben halt nicht so klar geregelt und das muss dann, was den Leuten zusteht, auch erkämpft werden durch unser Beratungszentrum. Das sieht so einfach aus. Wollt er sich da mal hinstellen mit einem Apfel auf dem Kopf? Nö, ne? Oder doch? Nein, lieber nicht. Eine Birne? Nein, das auch, nein. Okay. War nur eine Frage. Was haben Sie denn, was ist das, Meerestiefenwasser? Was ist das denn? Das ist gut zum Entschlacken, für die Haut sehr gut. Hallo? Ja. Viele Mineralstoffe enthält das Wasser. Mit Magnesium, Calcium, Kalium, das kommt aus den Tiefen des Meeres von Grönland, ist sehr gesund. Also wo die Wale ihre Bahn ziehen auch, ne? Genau, das mischt man, das wird gemischt. Ein Teil von dem schönen Biomariswasser mit Mineralwasser aufgefüllt, eine dreiwöchige Kur und sie tun sich richtig was Gutes. Okay, darf ich das mal probieren? Sehr gerne. Man kann das auch mit Tomatensaft mischen. Oder mit Sekt. Oder mit Sekt. Also ich lasse mir jetzt mal so 0,1 Zentiliter Spritze, trinken. Okay, bitte schön. Also,
Schmeckt man. Im Sommer schmeckt mineralisch, ne? Ja, ist ein leichter Salzgeschmack vom Meerwasser. Im Sommer sehr erfrischend. Ich weiß nicht schlecht. Also es schmeckt eigentlich ganz gut. Das ist schön, das freut mich. Den Rest haben wir auch noch weg, oder? Ein, muss ich sagen, bisher noch nicht gekannter Geschmack. Der ist ja auch schön, was soll der denn kosten? Können Sie nicht bezahlen. Nicht. Hier sind wir am Stand vom Überlandwerk Leinetal. Und wie Sie sehen können, stehen die Menschen hier Schlange, um sich zu informieren. Wir machen eine schöne Reportage. Ja, ja, Sie machen so was. Jawohl. Ihren Segen haben wir, ne? Ja. Sehr gut. Darf ich Herrn Hausmann auch mal was fragen vom Überlandwerk? Ja. Es kommen ja hier Tipps und Anregungen aus der Bevölkerung hinsichtlich des Überlandwerks. Was haben Sie denn bisher mitgenommen? Heute ist ja Sonntag, dritter Messetag. Die Erzeugung zu Hause wird immer wichtiger. Ne? Also da sind wir auf dem Laufenden mit unserem Energiespeicher. Wir wollen den an die Leute bringen. Die PV-Anlage aufs Dach, den Speicher in den Keller. Und da kann man eine Menge selbst verbrauchen, dann den Strom, und wird unabhängiger von den steigenden Umlagen und Steuern. Ach so, das ist praktisch also laienhaft gesprochen eine große Batterie? Das ist die große Batterie, genau. Und wie kann die bespeist werden? Durch Solar, durch alle möglichen Arten, oder wie geht das? Man kann mit einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, also dem DAX zum Beispiel, oder der PV-Anlage auf dem Dach, kann man dort einspeisen und dann, wenn man den Strom benötigt, selbst verbrauchen. Das ist ja sehr praktisch, ne? Ja. Überlandwerk ist ja regional hier vor Ort sozusagen der Energielieferant. Was sagen Sie den Leuten, warum UWL, warum nicht E.ON und sonst irgendwas? Weil wir günstiger sind in den meisten Fällen, weil wir direkt vor Ort sind, ansprechbar. Wir bleiben in der Region, also unsere Partner, mit denen wir zum Beispiel die Dachanlagen aufs Dach bringen, die kommen aus der Region, unsere Handwerker sind regional verankert. Ne? Also das Geld, was wir verdienen, das bleibt im Endeffekt auch wieder in der Region. Sehr gut. Das heißt, man kann Sie auch wirklich anrufen in Gronau, ja, und landet nicht irgendwo in einer Warteschleife in sonst wo. Warteschleifen, immer wieder positiv bemerkt hier, dass wir keine Warteschleifen haben. Ne? Sie kriegen unsere Kollegen sofort ans Telefon, werden weitergeleitet, wenn das technische Fragen sind, wenn das kaufmännische spezielle Fragen sind, wird das immer direkt bearbeitet. Sagt Herr Hausmann, und wer soll es besser wissen, den man auch tatsächlich direkt in Gronau erreichen und anrufen kann. Vielen Dank, erstmal da, weiter noch viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Tag, wir wollten uns nur mal versichern, wie es bei der Sicherheit so aussieht. Seid ihr denn zufrieden mit dem Messeverlauf bisher? Wir können uns bis jetzt nicht beklagen. Ja? Alles gut, ja. Okay. So wie wir uns vorgestellt haben, Zulauf, Interessenten, alles okay. Ja. Ihr macht ja eine ganze Menge. Ihr macht ja nicht nur Veranstaltungen, wo wir uns ja öfter schon mal getroffen haben, nämlich Veranstaltungsschutz, sondern hier stehen ja noch ganz viele andere Sachen. Was sind denn so eure Schwerpunkte eigentlich, oder kann man das gar nicht sagen? Schwerpunkte würde ich sagen, also es kommt immer mehr im Moment dieser Vertrieb und Einbau von Überwachungsanlagen, Veranstaltungsschutz natürlich auch, Objektschutz, ja, und die Detektei ist auch sehr stark im Kommen. Mhm. Das heißt, ihr verbaut auch tatsächlich die Überwachungstechnik selber? Ja, sehr richtig, ja. Ja. Ist denn festzustellen, dass es ja immer mehr überwachungsrelevante Sachen gibt? Oder? Absolut, ja. Also es hat stetig zugenommen, man kann sagen, so seit gut 2 Jahren, dass nicht nur die Mannkraft quasi vor Ort gefragt ist, sondern dann auch die Technik. Ne? Mhm. Das hat wirklich zugenommen, mhm. Also seit circa 2 Jahren, ganz extrem auch. Genau. Also, wollen wir Sie den guten Herrn hier sehen, ist Sicherheit gegeben, dann können Sie also beruhigt dann auf die Veranstaltung gehen. Vielen Dank. Danke erstmal. Alles klar, danke. Hier sind wir bei Wolf. Elektromotoren, Elektrowerkzeuge, Elektromaschinen, Service, Verkauf, Reparatur und Vermietung. Das ganze Programm macht Herr Wolf, Firma Wolf, aber nicht mehr ganz alleine, sondern es ist jetzt auch wieder jemand dabei, der ja mit einsteigt. Das ist richtig so. Da bin ich auch froh, dass der Herr Fischer bereit ist, unseren Laden in der Form, wie wir ihn haben, weiterzuführen. Und wir ergänzen uns auch in vielen Bereichen und von der Seite wunderbar. Genau. Der Bereich Service ist ja eigentlich das, was Herr Fischer sozusagen der Schwerpunkt werden sollte, der ja seine eigene Firma EHS auch noch hat. Was macht denn EHS noch? Ja, die EHS ist ja in den Industriebetrieben als Dienstleister im Bereich Montage und Elektroinstallation tätig, im Raum Hildesheim-Einbeck. Und für uns ist es die super Ergänzung, im Bereich ganzheitlich auch in den Bereich Maschinenbau mit einzusteigen.
Das heißt eigentlich von dem, was die beiden Unternehmen anbieten, passt das wunderbar zusammen? Das passt hervorragend zusammen, im Vorteil für unsere Kunden, weil wir Dinge machen können, die wir alleine nicht bewerkstelligen können, so gemeinsam aber gut darstellen können. Also kann man doch hier in dem Fall von einer Liebesheirat sprechen? Das darf man so sagen, ja. Wunderbar, mit diesen romantischen Bildern gehen wir mal weiter und wünsche natürlich viel Erfolg. Danke. Leine Bergland TV. Richtige Antwort. Heute ist ja nicht nur die Leine Bergland Messe, die AIM, sondern auch der Frühlingsmarkt in Eifelt mit Autoschau hier. Und hier ist ein toller Stand, der ganz lecker riecht mit türkischen Spezialitäten. Wer ist denn hier an diesem Stand? Wer ist das? Also wir sind eine türkische Verein hier und wir wollen uns öffentlich präsentieren. Unsere Spezialität aus der Türkei, die wollen damit, dass die Einheimischen hier unsere leckere Essen probieren können. Weil Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Habe ich nicht verstanden. Liebe geht bekanntlich durch den Magen, sagen wir. Genau so ist das, ja. Genau so ist das. Ja. Dann wollen wir natürlich auch gleich mal kosten. Was kann uns denn der Chef hier mal empfehlen? Also wir haben Frikadelle und wir haben Shish, oder Adana Kebab heißt das. Okay. Und wir haben Börek, also fast alles von aus der Türkei, was wir da in der Türkei so üblich essen. Okay. Ja, liebe Zuschauer, das wird jetzt hart. Wir essen und Sie gucken. Dankeschön erstmal. Bis gleich. Ne? Leine Bergland TV ist ja auf der Suche nach einem neuen Dienstfahrzeug für unsere Einsätze. Wollen wir mal gucken, ob wir hier auf dem Marktplatz fündig werden. So, hier stehen wir in einer reichhaltigen Auswahl natürlich von Volkswagen und schauen mal nach unserem Dienstfahrzeug. Der zum Beispiel ist gar nicht schlecht, aber hat natürlich kein Dach und das ist für uns schlecht mit unserer Kamera. Vielleicht aber hier drüben steht ja ein schönes Exemplar. Natürlich hier, aber hier selbstverständlich auch. Ein wunderschöner VW-Bus, ein wunderschöner Bulli. Wäre das richtige Fahrzeug für Leine Bergland TV als Einsatzfahrzeug? Ja, selbstverständlich. Okay. Allein das Platzangebot ist her. Da kriegt ihr doch eure ganze Ausrüstung einfach mit. Ja, weiß ja gar nicht, wie viel wir haben. Ne? Aber natürlich sind wir ein kleines mobiles Einsatzkommando und haben genug. Der VW Bulli wird ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren eigentlich gebaut. Ist eigentlich so der Klassiker unter den Transportern. Ja, das ist er. Das Original. Das Original. Und den gibt es wahrscheinlich auch in zig Ausführungen für alle möglichen Anwendungszwecke. Den gibt es in zig Ausführungen für alle möglichen Anwendungszwecke. Das ist richtig. Vom reinen Transporter bis hin zum Luxus-Multivan. Ja, wunderbar. Und wir haben diesen VW, das ist die gute Nachricht, gewonnen. Ja? Und ich danke Ihnen vielmals für diesen wunderschönen Preis. Nein. Ja, sehr gerne. Alles ist toll und wir schauen mal weiter. Erstmal vielen Dank. Ne? Gerne.